Ja, die Geschichte, die wir heute Abend zusammen anschauen werden, wenn du Hobbytheologe bist, dann wirst du die Geschichte bereits sehr gut kennen. Es ist eine Geschichte, die ich unserem 6-jährigen Benjamin in den letzten Wochen mal immer wieder erzählt habe. Und nach dem 43. Mal sagt er eine Stunde später: Papi, nochmal. Ich will sie nochmal hören, Papi. Und ich sage dir, ich bin so im Flow von der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich kann nicht mehr aufhören und ich erzähle es jetzt einfach euch nochmal. Aber ich werde es anders erzählen als unserem 6-jährigen Benjamin. Darauf darfst du dich freuen. Es gibt noch ein paar ganz spannende Details, die noch ein bisschen zu hoch sind für einen 6. Ich kann dich nicht unterschätzen, aber gleich. Wie auch immer. Genau. Und ich habe das Ganze, ich habe die Geschichte überschrieben mit dem Titel Besiege die Rebellion. Besiege die Rebellion. Unser Multimedia-Dokument, ich habe einen Fehler gemacht. Ausnahmsweise habe ich keinen Fehler gemacht, sondern der Predigtitel von dieser Geschichte ist tatsächlich so. Es ist so, wenn wir die Bibel lesen, alles, was Jesus gesagt hat, aber wirklich alles, hat einen Sinn. Es gibt nichts, wo Jesus einfach so nebenbei irgendwo gesagt hat, weil er gerade kein besseres Beispiel hatte. Dass er sagt, ja, irgendwo, der Typ ist von Dicentis auf Chur gelaufen und weil er gar nichts anderes gewusst hat, nimmt er Dicentis und Chur. Nein, sondern wenn er Dicentis nimmt und Chur nimmt, dann hat es immer irgendeine Bedeutung. Okay, Jesus war nicht da, aber du hast das Bild. Also alles, was Jesus gesagt hat, es macht Sinn. Und das werde ich heute Abend mit dieser Geschichte mit dir ein bisschen genauer anschauen. Spannend ist ja immer, was hat Jesus gesagt und auch, was hat er nicht gesagt. Ist aber auch noch interessant. Also, gehen wir in die Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Es ist kein Zufall, dass Jesus gerade eben zum Beispiel die zwei Städte erwähnt. Und eben, es ist auch immer spannend, was lässt Jesus auch weg? Es wird uns zum Beispiel nicht gesagt, was ist das für eine Person gewesen, die ist überfallen worden. Ist es ein religiöser Mensch gewesen? Ist es ein politischer Mensch gewesen? Ist es ein armer, ein reicher, ein sympathischer, ein unsympathischer Typ gewesen? Das alles wird uns nicht gesagt. Weil es anscheinend nicht wichtig ist, sondern wir sagen, es ist egal, wer da gelegen ist, es ist ein Mensch gewesen. Jesus lässt auch alle Emotionen weg. Er braucht keine Emotionen. Er erzählt es eigentlich ganz sachlich. Wenn ich die Geschichte unserem Benjamin erzähle, dann erzähle ich, und da ist am Boden gelegen, Blut bestimmt. Und ich sage, ich habe Durst. Und da ist eigentlich auch Durst, oder? Ich lage auch Emotionen, oder? Ich bin nicht Jesus, zum Glück. Und Jesus lässt alle Emotionen weg. Es hat irgendeinen Grund. Auf was will Jesus raus? Wir fangen an bei diesen zwei Städten, die er erwähnt. Die eine Stadt, das ist die von Jerusalem. Jeder, der die Geschichte oder das Gleichnis gehört hat, gewusst, Jerusalem ist die höchst gelegene Stadt, wenn du irgendwoher nachher gehen willst. Und wiederum hat auch jeder gewusst, bei der anderen Stadt, bei Jericho, dass Jericho die tiefst gelegene Stadt ist, ja, wo es gibt. Ich habe noch bei Wikipedia nachgelesen, Wikipedia sagt, dass Jericho die tiefst gelegene Stadt der Welt ist, nämlich 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Wo hier das Meer ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist sehr tief gelegen. Es sind 27 Kilometer Distanz. Also es ist wirklich runtergegangen. Die hatten auch noch keine so Wanderstöcke gehabt. Es ist relativ in die Beine gegangen. Und weiter hat auch jeder gewusst, dieser Weg, der hat es in sich. Der Weg hat den Titel gehabt, der Blutpfad. Kannst du mal schon das nächste Bild zeigen? Das ist sehr ein berühmt-berüchtigter Weg gewesen. Da hat es immer wieder Überfälle gegeben. Oft war der Weg auch sehr schmal gewesen. Da ist ein Anfang, wo ich nur schlecht ausweichen konnte. Und da hat es immer wieder Überfälle gegeben. Du musst wissen, dass zu der damaligen Zeit, wenn du arm warst, hast du zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder du hast bettelt, oder aber du hast eine Räuberkarriere geplant.
Weil es hat dann keine Sozialhilfe gegeben, es hat nicht irgendwie die Island Deck dich gegeben, es hat keine Krankenkasse gegeben, du musst irgendwie überleben und Geld verdienen. Und die Möglichkeit war eben, dass du so zu einem Räuber geworden bist. Die Räuber haben oft in Höhlen gelebt. Und das waren sie dann. Dort haben sie gewartet und wenn irgendjemand kam, den sie gefunden haben, den packen wir, dann sind sie auf den los. Es war also sehr ein sehr gefahrenvoller Weg. Sogar die römische Besatzung hat sich gefürchtet, den Weg zu gehen. Eine Frau zum Beispiel wäre nie den Weg gegangen. Und jetzt kommt die erste Person. Die erste Person ist ein Priester. Wir lesen da: Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn, ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Jetzt werden die Personen mit dem Beruf genannt. Oh, das ist kein Zufall. Er gibt ihnen einen Beruf. Der erste Beruf, den wir haben, das ist der Priester. Der Priester, kann ich das nächste Bild haben? Der hat so ausgesehen. Und der Priester hat zu dieser damaligen Zeit noch gewisse Bedeutung gehabt, einen Respekt gehabt, nicht so wie heute. Wie ich vor ein paar Jahrzehnten, wo du noch zum Beispiel Respekt gehabt vor einer Nonne zum Beispiel. Und Priester, die hast du nicht unbedingt überfallen. Also noch ein Räuber hat Respekt gehabt vor so einem Priester. Es ist ein Priester und übrigens, was will ein Räuber mit, was will er ihm nehmen? Wenn er mit diesen Kleidern kann der Räuber auch nicht gut rumlaufen und irgendwie den Kasperli spielen. Also, es war nicht unbedingt attraktiv, einen Priester zu überfallen. Die zweite Person, die wir hatten, die nachher geschildert wird, das ist ein Levit, das waren auch Tempeldiener, eigentlich ähnlich wie ein Priester. Auch vor diesen Männern, von diesen Personen, hat man Respekt gehabt und auch da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu klauen, was Sinn macht und du als Räuber kannst brauchen. Also, die zwei Personen, kann man sagen, sind ein geringes Risiko eingegangen, dass ihnen etwas passiert, aber gleich haben sie ihm nicht geholfen. Wie hättest wohl du und ich reagiert, wenn du das erlebt hättest, wenn du so jemanden gesehen hättest vor dir? Wie hättest du und ich reagiert? Ich habe mal gehört, eine unglaubliche Geschichte von Theologiestudenten, die über diese Geschichte müssen, Theologie, eine Semesterarbeit oder eine Diplomarbeit schreiben über den barmherzigen Samariter. Und da war beim Eingang bei dem Haus ist ein Verletzter gewesen. In Klammern, es war nur ein gestellter Verletzter. Aber jeder von diesen Studenten ist an dem vorbeigegangen und er hat keine Zeit gehabt, weil jeder ja musste eine Arbeit schreiben über den barmherzigen Samariter, oder? Aber jeder ist bei dem vorbeigegangen. Eine tragische Geschichte, eine wahre Geschichte. Vielleicht hätte ich das Gleiche gemacht. Ich habe mir die Geschichte probiert vorzustellen für uns ICFler. Sonntagmorgen zum Beispiel, ich habe heute Morgen nicht den Abend. Eine Autobahn, Chur Nord, Chur Süd, Autobahnstück. Eine Frau ist im Pannenstreifen, hat Pannenprobleme, kann es mal geben. Wie manchen Eisjäffler wird wohl vorbeifahren. Weil du musst auch in Celebration, oder? Hast du vielleicht noch irgendeinen Job? Ich muss predigen. Sorry Frau, ich habe keine Zeit, oder? Und stell dir mal vor, nachher kommt Jesus in Celebration und plötzlich wird jedem klar, Jesus war dort am Pannenstreifen eine versteckte Frau, also eine tarnte Frau. Ich finde, das wäre auch peinlich, oder? Für mich wäre es auch peinlich. Vielleicht so eine moderne Art, der barmherzige Samariter und wo ist unser Nächst? Ich meine schon gar nicht einfach, wo ist unser Nächst? Weil so viele Menschen da sind und gleich ist es, glaube ich, eine Geschichte, die heute so relevant und so real ist und so herausfordernd ist für unser Leben. Warum tun sie nichts? No, es ist kein Zufall, dass Jesus gerade diese zwei Berufsgruppen erwähnt. Wenn Jesus eine Negativperson nimmt, ist es wichtig, sich in die Negativperson hineinzuversetzen. Wir müssen wissen, für einen Priester damals, ich meine, ein Priester hat ja das Gesetz durch und durch gekannt. Und für einen Priester war es verboten, jemanden, der am Blüten ist, zu berühren. Es war auch verboten, jemanden tot zu berühren. Und das musst du dir das vorstellen, wie, wenn er die Person sieht. Ich meine, den hast du sehen müssen, der Weg war oft so schmal. Vielleicht hätte er ihm noch helfen wollen.
aber er hätte gar nicht dürfen. Oder er nimmt ihn, er packt ihn, dreht ihn noch, er stirbt ihn noch unterwegs in der Wüste. Und alle werden auf ihn zeigen und sagen, hey, du bist unrein geworden. Also es war für den Priester wie für den Levit gar keine einfache Situation gewesen, aufgrund des Gesetzes. Kann es sein, dass mein Glaube, meine Theologie, mich daran hindert, Gottes Liebe weiterzugeben? Das kann sein, dass ich auf meinem Glauben Mauern aufziehe zwischen Menschen. Dass meine Theologie mich einengt. Die blühenden Menschen heute sind nicht unbedingt die, die irgendwo blühten an einem Strassenland regelhütiger sind, sondern seelisch, geistlich verwundete Leute, Leute, die vielleicht in mega Beziehungsnöte sind, die vielleicht gerade in einer Prüfung durchgefallen sind, die irgendwelche Nöte haben, die Fragen haben. Also die Leute, die sind da in deinem und in meinem Leben. Und ich denke, wir alle merken die Gefahr, dass der Priester und der Levit, der am Mangel vorbeigeht, so nach ist. Und ich möchte jetzt wie zwei Extremgruppen aufzeigen, wie man sich eben verhalten kann, wie man reagieren kann. Die eine Gruppierung, die wir haben, die eine Seite, das ist die Gruppierung von der Religion. Religion heisst, ich glaube an die Regeln der Bibel. Ich probiere, ich will, ich muss nach dieser Bibel leben. Ich muss und will nach dieser Regel leben. Und ich komme dann sehr schnell ins Moralisieren rein. Und der Punkt beim Moralisieren ist der, dass ich sehr schnell auch Kategorien machen von Menschen. Und die einen sind irgendwo die Besseren, die sind doch ein bisschen besser da, und die anderen sind irgendwo so ein bisschen die schlechteren Menschen. Wir machen die Kategorien. Zum Beispiel hochaktuell, was immer wieder Themen vorkommt, das ist zum Beispiel die Homosexualität. Also der Moralist sagt, das ist schlecht, das ist nicht von Gott, die Bibel ist dagegen und du kämpfst dagegen und du stehst dagegen auf. Und nimmst Stellung und sagst, es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Es ist hochinteressant, dass wenn man Umfragen macht unter Atheisten, was ihr erster Punkt ist, der ihnen Sinn kommt, wenn sie an Christen denken, dann ist die Antwort Nummer 1 die, dass sie sagen, Christen sind die, die gegen die Homosexuellen sind. Also Kirche ist gegen jemanden. Ist cool, wenn Kirche gegen etwas ist und dafür ist sie bekannt. Bei Jesus war es das Gegenteil. Die Leute waren gegen ihn, weil er für Sachen war. Er war für die Menschen. Er war für die Sünder. Er war für die Menschen, die unter Zwang gelitten haben. Er war für die Menschen, die gesagt haben, ich pack's nicht, ich brauche Hilfe. Für die Menschen ist Jesus da gestanden. Und vom Moralisieren kommst du eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Du kommst zum Richten. Du bist einfach Richter. Du bist der Richter. Und nochmal, ganz nach dem Richten kommt das Verurteilen. Du verurteilst Leute. Meine Mutter zum Beispiel, sie ist geschieden. Sie hat Jahrzehnte darunter gelitten, Jahrzehnte, dass sie sich von den Christen immer verurteilt gefühlt hat. Das ist so die eine Gruppierung, die Gruppe von der Religion. Jetzt gibt es aber noch die andere Seite, das ist die Gruppe von der Gleichgültigkeit. Das ist das, was unsere Gesellschaft oft betitelt mit Toleranz. Eigentlich ein wunderbares Wort, aber eigentlich so, wie es gebraucht wird, ist eigentlich ein Wort, das völlig verzerrt wird. Weil tolerant kannst du nur sein, wenn du selber einen klaren, festen Standpunkt hast, einen klaren Rahmen hast. Und viele Leute heute sind nicht tolerant, sondern eigentlich orientierungslos. Und ich kann es mal ein bisschen überspitzt darstellen. Wenn du so mehr auf dieser Seite bist, dann sagst du, die Hauptsache für dich stimmt. Wenn es für dich stimmt, dann stimmt es. Du warst Sex mit deinem Hund. Ja, wenn es für dich stimmt und für den Hund, dann stimmt es. Du warst dich ritzen. Ja, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es. Ja, du nimmst einen Kleinkredit auf für deine Ferien, weil du mal wirklich rechte Ferien brauchst. Ja, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es. Du glaubst an die Kraft des Meierkäfer. Ja, wenn es dir wirklich hilft und es stimmt, dann stimmt es. Es ist so ein
einen einfachen Weg. Es gibt nie eine Konfrontation. Du bist immer nett. Da hängt am anderen so ein Rotz, so ein Böck oben ab, oder? Aber für ihn stimmt's. Es ist für sein inneres Gleichgewicht, oder? Und du willst niemandem merkst, für ihn stimmt es, du willst ihm nicht nachkommen. Ja, was ist, wenn du einen geistlichen Böck hast? Wenn dein Gegenüber einen geistlichen Rotz hat? Sind wir dann bereit, zu konfrontieren? Es ist der einfachste Weg. Es ist das nächste auch. Es ist so die Alles-ist-gut-Mentalität. Es kommt schon alles gut. Und noch das Letzte. Es ist lieblos. Es ist lieblos. Also, echte Liebe verträgt auch Konfrontation. Das ist echte Liebe. Wenn du einfach nur nett zusammen bist, das ist eigentlich lieblos. Das sind so die zwei Wege. Ich weiß nicht, welcher dich mehr anspricht. Wenn ich es so bringe, wahrscheinlich keiner. Aber die Frage ist ja, was hat Jesus gelebt? Was für einen Weg ist Jesus selber gegangen? Jesus war für das eine noch das andere gewesen. Ich möchte das anhand von einem Beispiel zeigen. Das ist eine Person, die lässt sich scheiden. Oder die will sich scheiden. Die Person von der Religion, die wird sehr schnell davon moralisieren und dieser Person einen Bibelstellenkatalog aufzeigen, dass das nicht gut ist. Die Bibel sagt klar, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er will sagen, du darfst dich nicht scheiden. Es ist gegen die Regeln von Gott. Du darfst das nicht machen. Und er wird davon moralisieren. Die andere Person von der Gleichgültigkeit, die wird sagen, du willst dich scheiden. Ja, wenn es dir gut überlegt hast und es für dich stimmt, dann scheide dich, dann stimmt es. Ah, du bist schon zum zweiten Mal geschieden. Ja, Gott ist ein Gott von der dritten Chance. Gott ist so gnädig. Amazing Grace, unendlich. Das ist so der andere Weg. Und beide Wege sind nicht der Weg von Jesus. Du siehst in der Mitte den Weg von Jesus. Über Jesus steht im Johannesevangelium 1, also Kapitel 1, haben wir kein Vers zum Einblenden, dort steht über Jesus, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Oh, ich liebe den Vers. Er war voller Gnade und voller Wahrheit. Die meisten Menschen sind entweder ein bisschen mehr das oder ein bisschen mehr das. Ich weiß nicht, zu was du mehr neigst. Jesus war beides 100%ig, nicht halb-halb. Er hat keinen Kompromiss gemacht. Er war beides 100%ig. Und das ist eigentlich menschlich gar nicht lebbar. Das ist die göttliche Dimension. Und diesen Weg ist Jesus gegangen. Da gibt es die bekannte Geschichte von der Ehebrecherin, wo die Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird. Sie probiert, dem Jesus eine Falle zu stellen. Sie wusste, Jesus muss die Frau verurteilen. Und Jesus fragt ihr nachher oder sagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll der erste Stein auf die Frau werfen? Und ich denke, wenn du die Geschichte kennst, einer nach dem anderen ist gegangen, am Schluss war nur noch Jesus. Wenn Jesus hätte oder würde moralisieren, dann hätte er gesagt, Leute, die sind alle gesündigt, aber ich im Fall, ich, Jesus, ich, der Sohn Gottes, ich bin sündlos. Und ich bin gezwungen durch das Gesetz, er steht zu nehmen und ich wirf es auf die Frau. Das hätte er müssen, hätte er gemacht, wenn er einfach moralisiert hat. Stattdessen gibt Jesus dieser Frau seine Hand und sagt, Frau, ich verurteile dich auch nicht. Ich gehe für dich ans Kreuz. Jesus macht es nicht einfach billig. Es ist ganz eine andere Einstellung. Und Jesus ringt immer um Menschen.
Er sagt, ich will dir helfen. Das, was du vielleicht gemacht hast, das ist nicht okay, aber ich will dir helfen. Er ringt, er knäuelt sich in Menschenleben hinein und will ihnen helfen. Voller Gnade und immer voller Wahrheit. Das war der Lifestyle von Jesus, aber genau ehrlich, mitten durchgegangen ist und wo er so ein riesengroßes Vorbild ist. Ich denke nochmal bei der Religion, bei dem Thema Scheidung und all die ganzen Themen. Ich meine, wenn du genau die Regeln haltest, kannst du ganz ein schlauer Keib sein. Und zwar musst du einfach sagen, ich gebe jetzt einen Trick, das ist ein blöder Trick. Und zwar sagst du, einfach nicht heiraten, sondern lebe in wilder Ehe. Weil wenn du in wilder Ehe lebst und nach 5 Jahren hast du genug von deiner Frau oder von deinem Mann und du kommst zurück in die Kirche, dann werden alle sagen, willkommen, du reuige Sünde, schön bist du wieder da. Weil wenn du verheiratet bist, 5 Jahre, dann ist das Problem mit der Kirche. Du bist vielleicht vom Abendmahl ausgeschlossen, von der Leidenschaft ausgeschlossen, alles Mögliche. Also du musst einfach schlau sein. Also du merkst, es theologisch sehr, sehr schräg. Sehr schräg. Und Jesus, er ist der, wo unser Vorbild ist, der Weg, wo er gegangen ist. Weder Religion noch Gleichgültigkeit. Jesus hat ganz einen anderen Ansatz gehabt. Und jetzt der Levit und der Priester, sie kommen beide von dieser Seite, von der Religion. Diese Seite hat es vielleicht dann zumal gar nicht gegeben, aber beide Wege sind letztendlich lieblose Wege. Und jetzt, wie geht die Geschichte weiter? Wir lesen. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Wirtshaus, Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise vorbeikommen werde. Nochmal, alles, was Jesus sagt, hat und macht Sinn. Vorher hat er die Berufsgruppe genannt, jetzt nennt er die Nationalität, die Samariter. Das war auch ein spezielles Volk. Das waren enorme Spannungen zwischen den Juden und den Samaritern. Die Samariter hatten zum Beispiel mal die Idee, dass sie Todesgebeine in den Tempel geworfen haben. Das ist gar nicht gut angekommen bei den Juden. Seither hat die Juden sie definitiv gehasst. Es war für einen Juden okay, einen Samariter zu verprügeln. Und jetzt nimmt Jesus genau seinen Samariter. Und jeder denkt, was? Gerade ein Samariter, das kann ja nicht sein. Aber er nimmt genau so einen, wo jeder denkt, das der sicher nicht. Er überrascht alle, dass er den Samariter nimmt. Und auch speziell ist auch, es war ein Geschäftsmann, er hatte einen Esel. Also der Samariter, der war der gefährlichste, dass er überfallen wird von den Räubern. Aber genau er haltet an. Die Bibel sagt, das Mitleid hat ihn gepackt. Also im Hebräischen steht sogar, die Eingeweide in ihm sich gekehrt. So hat es ihn gepackt. Die Liebe Gottes hat ihn gepackt und er hat angepackt. Und er nimmt ihn mit, bringt ihn in ein Gasthaus. Auch da wieder, das Gasthaus ist kein Zufall, dass Jesus das Gasthaus nennt. Ein Gasthaus ist ein Spelunke gewesen, ist ein Haus gewesen, wo ein Jude nie wäre hergegangen. Lieber an alle anderen Orte in diesen Gasthäusern, dass sie die Prostituierten gewesen, dass sie die Räuber gewesen. Wird sie, ist definitiv kein Traumjob gewesen, dann zumal. Und auch da wieder sehen wir wieder, der Samariter sprengt alle Grenzen, weil die Liebe Gottes ihn gepackt hat. Und er hat dem Mann auf die Art und Weise geholfen. Er wird vom Geschäftsmann, wird er eigentlich zu dem, zum Samariter und hilft anderen. Das ist der Weg, den wir sehen bei diesem Mann. Religion. Moralisieren, gleichgültig sein, ich weiß nicht genau, was dir am nächsten ist. Wir sind so gewohnt, so, machen wir es sehr automatisch, dass wir dann einfach so Stempel verpassen. Zum Beispiel der Stempel, hey, der da, das ist ein SVPler, oder? Stempel, pff, ist ein SVPler, darum ist er so. Das ist ein Linker, weißt du, Stempel, paff, Linker. Ist dann ein Linker, oder? Verpasse ich ihm den Stempel Linker. Weißt du, das ist ein Atheist. Dafür passe ich ihm den Stempel. Paff, Atheist. Du siehst ihn alles durch die Brühe vom Atheist. Ja, weißt du, das ist ein Fundamentalist. Jack, Stempel Fundamentalist, oder?
Das ist ein geschiedener Stempel, paff, ein geschiedener. Wir haben so schnell Kreuz und Quer der Landschaft Stempel verpassen. Aber liebe Leute, wenn wir einander einen Stempel verpassen, einen, dann gibt es da den Stempel, die Person ist von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Das ist die erste, die entscheidendste, die wichtige Brille, wie wir Menschen weg sehen. Von Gott geliebt. Und das gibt uns ganz einen anderen Zugang zu den Menschen. Und das ist genau der Zugang, wo Jesus gelebt hat. Welches ist die grösste Kirche in einer Stadt? Die Kirche mit den meisten Besuchern? Ich glaube es nicht. Ich glaube, die Kirche ist die grösste Stadt, ist die grösste Kirche in einer Stadt, wo genau das lebt. Wo bereit ist für seinen Nächsten. Ich hätte lieber eine Kirche mit 20 Leuten und wir leben das, als eine Kirche mit 200 Leuten. Aber noch lieber eine Kirche mit 500 Leuten und 500 Leute leben das. Aber das ist das Entscheidende. Aber das ist das, was uns ausmacht, was Kirche auch ausmacht, ist, dass wir genau diesen Lifestyle anfangen zu leben. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für dich. Kann ich nochmal die Folie haben mit den zwei Variationen und überleg den Moment, wo stehst du heute Abend? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den Hang zu beidem. Manchmal bin ich mehr der Regionist und manchmal bin ich der Gleiche. Ich habe den Hang zu beidem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe den Weg von Jesus. Wir können das einfach zu einem Gebet machen heute Abend und sagen, Jesus, du faszinierst mich. Jesus, ich will weder das Linke noch das Rechte. Ich will den Weg gehen, wo du gelebt hast. Lass uns zusammen beten. Du merkst, du willst da mitbeten. Das ist mir das Gebet für mein Leben. Ich glaube, für unser Leben. Ich wünsche mir das für uns als ICF, dass wir als Kirche den Jesusweg gehen können. Jesus, danke. Du bist voller Gnade und voller Wahrheit gewesen. Wow. Und Jesus, die Leute haben dich geschätzt und geliebt. Du bist für die Menschen gewesen. Und Jesus, da wo ich sondern in der Religion lebe, wo ich ein Moralist bin, Jesus, da zeig mir es Stück für Stück. Und da wo ich feig in der Gleichgültigkeit lebe, auch da zeig mir es Jesus. Gib Offenbarung, Jesus, über meine Art. Und danke dafür, das einfach zu einem Gebet machen, wo ich sage, Jesus, du bist voller Gnade. Und voller Wahrheit gsi. Wow. Danke, Jesus, was du in mir leben. Und ich sage ja, Jesus, heute an dem Abend zu dir. Wird du, Jesus, grösser und grösser in mir. Danke. Amen.